Oh jo. Noch ein Kopfloser? Von euch gibt's mehrere? Okay. Das ist mir neu. Lol. Von denen gibt's mehrere? Den musst du so besiegen, by the way, so langsam. Was meinst du? Den Kopflosen muss ich besiegen, oder wie? Oh. Weißt du was? Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz. Der Kopflose macht ja eine Aura um sich herum, in der du dich langsam bewegst. Die kannst du nicht wegmachen. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Aber wieso gibt es zwei Kopflose jetzt schon wieder? Das hat mich jetzt überrascht. Okay. Da unten ist also nur ein Kopfloser mit ein paar Items. Da muss ich jetzt nicht unbedingt sofort hin. Komm ich da jetzt hoch? Ja, so geht's auch, ne? Servus. Dann schätze ich immer so als Tipp, den Kopflosen solltest du erst machen, wenn du in einem Tempel oben drin warst, in dem Gebiet. Ja, das dachte ich aber eh schon. Da bekomme ich die Flöte und irgendwie diese Flöte hat ja einen Einfluss auf diese untoten Geister. Untoten Geister, lol. Da oben, warte, da oben sitzt jemand. Da sitzt jemand. Da konnte ich gerade mit jemandem reden. Ich habe es genau gesehen. Nee, doch nicht. War nur ein Item. Ja gut. Jetzt muss ich aber trotzdem noch den Weg da hoch finden, ne? Ah, hier! Guck an! Aha! Was haben wir denn hier Schönes? Ich glaube, da laufe ich jetzt gerade wieder zurück. Das ist eigentlich der falsche Weg, ne? Oder? Ist das der Tempel? Nee, ein Baum. Ja, Tempel und Bäume, die sehen alle so gleich aus, ne? Das ist der, genau. Da war der Monk. Also dieser Mönch, der da gemeint hat, dass im ersten Stock ein Loch ist. Keine Ahnung, Alter, frag mich nicht so einen Scheiß. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Das könnte sein, dass man hier was... Ach doch, da steht schon jemand. Ja, moin. Nee, are you serious? Nee, 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 nope, 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 nicht schon wieder so ein Dicker. Aber irgendwie muss ich da hoch. Das wird schon der Weg sein hier, ne? Your friend is back. Yo. Ah, der auch am Start. Aber der müsste jetzt wesentlich leichter sein, so in der Theorie, ne? Ich gucke hier nochmal, was ist so noch... Ah, warte, nee. Ah doch, da hinten komme ich weiter. Na komm her. Ja, der schon wieder. Der dachte sich... Der hat jetzt nochmal Bock zu leben. Und ich dachte mir eigentlich so, nee, habe ich... Aua, habe ich keinen Bock zu. Aber da sieht das anders. Der kleine Affe stört mich noch, warte. Der kleine Affe. Hä? Ja, geht doch. Ja, nicht mich, du dämlicher Affe. Den anderen. Den anderen. Den... Ja, so geht's auch, ne? Na komm her. Ich kenne deine Pattern jetzt schon. Oder auch nicht, ich kenne sie doch nicht. Lol, RIP. Hi.
Ah, der Overhead wäre eigentlich leicht zu parren. Das war ein Fehler, oder auch nicht. Zumindest mache ich jetzt mehr Schaden, ne? Das ist ja auch schon mal was. So, Ende jetzt hier, komm. Zack. Nummer 1. Einmal noch. Nee, auch nicht. Aber irgendwie macht der auch mehr Schaden, ne? Kann das sein? Jetzt säuft er. Weißt du was? Ich mache einfach mal. Ich schmeiß mir so einen Konfekt ein. Na toll, jetzt vergiftet er seine Klinge. Null. Ah ja, das war's. Okay. Das war jetzt ein wenig. Oh! Crow, danke für deinen Host. Einen Sarg haben wir wieder bekommen. Das können wir dann einen Typen geben. So, den hätten wir mal. Nochmal lesen, was habt ihr jetzt geschrieben? Aber da, keine Ahnung, bla bla, a friend is back. Das ist wie die Inder, die in ihren Big Data Videos auf Video, auf YouTube die ganze Zeit okay fragen. Ja, danke. Ja, der war jetzt schon leicht. Also den kannte ich ja jetzt schon, ne? Und ich hatte auch schon ein paar Upgrades. Also war jetzt nicht so krass wie das letzte Mal. Ist sonst noch irgendwas? Glaub. Das Gebiet war nur dafür da, dass mir das Spiel so auf den Sack gehen konnte, indem wir den Gegner nochmal vor die Nase halten, ne? Und damit ich hier eben den Geheimgang zum Tempel gehe. Wobei den Gegner, den hätten wir auch einfach rauslassen können, an dem hätten wir vorbeilaufen können auch. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht das Problem gewesen. Das Spiel ist dafür da, dir auf den Sack zu gehen. Ja, das stimmt, das ist halt Dark Souls, ne? Die Spiele sind wirklich nur dafür da, mir auf den Sack zu gehen. Das ist absolut richtig, die Beobachtung, Johnny. So, was ist das? Ah. Da hockt sie. Na toll, das ist wieder ein, ach, das ist wieder ein Boss. Dann gehe ich nochmal eben zurück, damit ich meine Heilungen wieder habe. Bester Boss. Dann hole ich mir eben meine Heilungen wieder und komme nochmal her. Weil der Dicke, der hat mir ein paar Heilungen gekostet, das fand ich jetzt nicht so geil. So, genau. Und dann gehen wir die komische Flötenspielerin da an. Ups. So, darüber musste ich. Na, da war der Geheimgang, glaube ich. Komme ich denn darüber von hier aus? Hä? Ah, von da unten. Und da unten ist auch der Kopflose, auf den ich mich schon so mega freue. Einer von beiden. Vielleicht gibt es ja noch mehr, keine Ahnung. So, hier. Genau. Was? Hast du eigentlich die Emma schon gefunden? Meine Microsoft-Inder haben schon wieder nachgefragt und es kam keine Antwort. Was? Hätte ich nicht gebraucht? Sagst du, es ist aber nicht so verbuggt wie Sekiro? Wo ist Sekiro denn verbuggt? Ich habe noch keinen einzigen Bug in dem Spiel gehabt. So, die Affen sind jetzt natürlich wieder da, aber das soll mir egal sein. Die können ruhig da sein. Da renne ich dann vorbei. Ist der Boss so leicht oder wieso hätte ich mich da jetzt nicht zurückporten gebraucht? So. Aber ist nicht so tragisch, wir sind jetzt eh wieder da. Sehen wir gleich, ob der schwer ist oder nicht. Der Anführungszeichen Boss, also ist das so ein One-Hit-Typ, also den wir einfach... Hallo! Ah ja, okay. Ja. Hätte ich echt nicht gemusst. Gut. Ist ein bisschen neblig hier, ne? Also was liegt denn hier Schönes? Also nur ein Konfekt? Hä? Das war alles nur eine Illusion?
ist kein Nebel, da ist jemand am Hotboxen. Das war alles eine Illusion, der Tempel wäre die ganze Zeit offen gewesen. Sian Hacking, grüß dich, herzlich willkommen. Danke für deinen Follow, setz dich hin, nimm deinen Keks mit Rufzeichen Cookie und genieß die Fail-Show. Jetzt sind die Geister weg. Okay. Ah, jetzt kann ich da hinten weiter. Aber der Kopflose ist immer noch da, ne? Aber was ist jetzt mit diesem... Okay. Soll ich jetzt einfach weiterlaufen? Ich hätte eigentlich gedacht, in dem Tempel bekomme ich ein Item, damit das Ganze... Also für die Geister hier... Ich dachte, die Geister sind weg! Lol! Jo! Mache ich das halt so? Moin! Kann ich hier noch... Dankeschön. Ach, das war fies. So. Ja. Dankeschön. Mach's mir leicht, indem du mir... So. Ende jetzt hier. Komm. Aus. Welcome to the Matrix, your world was an illusion. Naja, sieht so aus, ne? Nicht weg, nur unsichtbar. Ne, bekommst kein Item dafür, du siehst einfach nur mehr und keine nervigen Ads sind da. Achso, für den Kopflosen? Oder wie? Dann könnte ich aber eigentlich jetzt noch zurückgehen und den Kopflosen nochmal angehen, oder? Oder ich hole mir hier noch eben den nächsten Schrein, damit ich mich wieder hierher teleportieren kann. Den da zum Beispiel, direkt unter mir. Das ist ganz praktisch. Dann versuchen wir uns an dem Kopflosen. Gibt's hier noch irgendwas Tolles von Interesse? Da hinten. Das ist ein Wolf. Okay. Ja gut. Dann gehe ich mal den Kopflosen jetzt hier an. Ne? Habe ich da eigentlich was bekommen? Körpermerkmale? Nee. Angriffskraft? Nee. Fähigkeit? Achso, warte. Ich habe 3 Fähigkeitspunkte. Ich könnte jetzt eigentlich hier Schattensturm? Nee, kann ich nicht. Das wird sich noch lohnen. Hauch den, der Natur. Stellt nach jedem erfolgreichen Todesschlag Haltung wieder her. Ja, okay. Das ist ganz nett. Was ist hier? Hieb Umkehr. Kann ich wieder wegspringen? Ja. Weiß nicht. Klingt jetzt alles nicht so spannend. Machen wir mal die maximale Ding von meinen Geisteremblemen. Gott, wo bin ich denn hier? Giftbecken? Ich kann mich nicht dahin teleportieren. Dahin kann. Dorf im Vibo kann. Okay. Warum kann ich mich nicht zu dem Affen teleportieren? Schau mal da, wo gegen den... Schau mal da, wo du gegen die Affenfamilie gekämpft hast. Was, wieso? Das wollte ich eigentlich... Das wollte ich eigentlich den Boss töten. Also den Kopflosen. Ich kann mich zu dem... Ich kann mich da gar nicht hin teleportieren. Zu der Affenfamilie. Zum Giftbecken könnte ich. Ja gut. Teleportiere ich mich mal zum Giftbecken. Das ist eh direkt in der Nähe. So, schauen wir mal. Ich glaube, hier war der Affe, ne? Ah, come on. Really? Das auch noch? Schon wieder? Das ist ja lame. Lasst euch doch mal was Neues einfallen, Leute. Nicht immer diese Asset-Flips. Das ist nicht mal ein Asset-Flip. Das ist einfach nur noch derselbe Gegner nochmal. Das ist ein bisschen lame. Genauso wie der Kopflose. Auch ein bisschen lame. Oh. Der Typ ist ja eigentlich theoretisch nicht mehr so schwer, außer er hat das jetzt irgendwas Neues. Aber das bezweifle ich, dass der jetzt was Neues hat. Huiuiui.
Du bist ja übrigens gerade gekommen an einem neuen NPC vorbeigelaufen, echt? Ja, den habe ich nicht gesehen, ne? Würde ich sagen. Na komm her. Ah, jetzt bleib doch mal stehen, Junge. Der hat auch extrem viele Safe Zones, der Typ. Wo er dich gar nicht treffen kann. Beziehungsweise er greift dich generell nicht sehr oft an. Ach so! Du bist jetzt schon in der zweiten Phase, obwohl du nicht in der zweiten Phase bist. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Kann man ja mal machen, ne? Also zumindest diesen Strahl, dieses Kamehameha, hat er das letzte Mal erst in der zweiten Phase gemacht. Was macht er jetzt? Achso. Höhe! Oh, nee! Bin weg, bin weg. So, heilen. Sehr schön. Siehst du, da trifft er mich. Du musst ja nur an ihm dran stehen und er trifft dich gar nicht. Hallo? Muss ich den komplett umboxen? Der hat nämlich seine Haltung ist nämlich schon ziemlich gearscht, ne? Sieht so aus. Okay. Ja. So viel dazu. Hallo? Wo ist er denn? Und! Ja, da ist er. Da trifft er dich gar nicht. Das ist mega, mega easy hier. Oh! Ja. So viel zu mega easy, ne? Ah, da sollte ich weg. Toll, jetzt habe ich auf den Chat geschaut. Was? Chris, wenn ich eine Eigenschaft an dir schätze, dann ist es deine bedingungslose Hingabe dafür, das Offensichtliche zu betonen. Konfetti hilft bei diesen Gegnern und den Kopflosen. Was für ein Konfetti? Meinst du Konfekt? Was für ein Konfekt meinst du denn? Ankus? Verkörpern das hier? Gesegnet mit Arkos Schutz. Erhöht kurz Schaden an der Haltung und Vitalität. Ein göttliches Konfetti. Mit göttlichen zur Verbannung von Erscheinungen. Das kann ich mal ausprobieren, wobei ich muss. Den Typen schaffe ich auch ohne dem Konfetti, ne? So, wo ist denn jetzt ein neuer NPC? Hier soll ein neuer NPC rumlaufen? Ich sehe nichts. Wo denn? Oder meinst du den da unten? Nee. Okay. Kann ich den einfach angreifen? Kann ich den backstabben? Kann ich nicht. Die großen Kugeln sind ja eigentlich das einzige Nervige an dem Typen. Ich glaube, das ist wieder die große. Oder die großen. Ach komm her. Na komm her. Mach keinen Stress hier. Setz dich hin. Lass dich umbringen. Der ist doch eh schon tot. Oh, what? Ah, das war so eine große Kugel, ne? Das habe ich jetzt leicht verpennt, muss ich sagen.
Wenn man direkt an dem dran steht, dann trifft einen das gar nicht. Das ist eben das Lustige dran, ne? Wo rennst du denn jetzt hin? Jetzt wird's ein bisschen unangenehm hier so eng dran, ne? Kannst du mal wieder rauskommen, bitte? Ja, bleib ich an dir stehen, ne? Kannst du gegen die Wand schießen? Ist der jetzt resettet? Junge? Alter! Was ist denn los mit... Jetzt ist der resettet, ich glaube, ich spinne. Weißt du was, dann gehe ich aber auch wieder, wenn du einfach hier so resettest. Was soll denn das? Benutz mal das Konfetti, ist der einfach weg oder was, wenn ich das Konfetti benutze? Okay, ich mach's gleich. Ich mach's gleich, wenn ich wieder bei ihm stehe. Frag mich zwar, was das bringen soll. Aber schauen wir mal. Moin. Oh wow, da machst du ja viel mehr Schaden. Toll. Habe ich das Konfetti? Ja, jetzt, ich habe das Konfetti noch, ne? Was ist denn jetzt los? Durch die Wand! Really? Durch die Wand! Are you serious? Super, jetzt macht er wieder seine großen Kugeln da. Aber wenn er zu viel Schaden zu schnell kassiert, dann verpieselt er sich. Na komm her. Aua, aua. Ah, das ist wieder die große Kugel. Die will ich nicht. Gebt zu, das Konfetti ist schon sehr effektiv gegen den Typen offenbar. So, du meinst? Also das haut schon ordentlich rein, das Konfetti. Das muss man zugeben. Aber das wird vielleicht gegen den Kopflosen nützlicher sein dann. Ja. Das ist so die einzige Mechanik, wo ich sage, die ist wirklich Bullshit bei dem Boss. Weil er sich so weit wegportet, dass du nicht weißt, wo er steht. Ernsthaft jetzt? Das ist aber gut hier, ne? Ah ja, okay. Eigentlich wollte ich seitwärts wegrennen, aber das Spiel hat mich gerade nicht gelassen. Leider.